Was ansonsten dabei rauskommt, werden wir abwarten, aber so ist es besser als durch irgendwelche Untersuchungskommissionen und Leute, die abhängig sind und damit rauskommen. Ich denke, es wird noch ein bisschen Zeit vergehen, aber dann werden wir es wissen. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich schon früher erwartet, dass die kommen. Das heißt, wir werden irgendwann erfahren, wo die 6,7 Millionen Euro geblieben sind.